Servus bei einer neuen Aufnahme Drakensang am Fluss der Zeit. Wir befinden uns im DLC Felesens Geheimnis in Tishiana und müssen da jetzt in den Thronsaal rein. Allerdings habe ich hier ein paar blöde Kämpfer vor mir, die uns wahrscheinlich daran hindern wollen, dass wir da reingehen. Wir müssen trotzdem da rein, hilft nichts. Also kämpfen wir uns durch. Euch viel Spaß beim Zuschauen, während ich kämpfe. So, also. Du brauchst auf jeden Fall eine Rüstung. 23, komm schon. Das geht schneller so. Weil die Zeit können wir uns auch kurz nehmen. Gibt es einen neuen Skorpion? Ich kann jetzt nicht. Halt! Auf Befehl von Amantir Tarkat ist niemandem der Zugang zum Thronsaal gestattet. Wir wollen nicht zu Tarkat, sondern zur Prinzessin Amariel. Dann gibt es keinen Grund zu bleiben. Angenehme Wache noch. Nee. Er spielt keine Rolle, zu wem ihr wollt. Die Tür zum Thronsaal bleibt geschlossen. Zur Seite, bevor ich euch niederstrecke. Selbst wenn es Abschaum wie euch gelingen sollte, mich zu besiegen, wird euch das eurem Ziel keinen Schritt näher bringen. Die Türen lassen sich nicht mehr öffnen. Wenn dem so ist, habt ihr sich nicht zu befürchten. Tretet zur Seite. Nein, ihr werdet zur Seite treten, Verräter. Tarkat wirkt ein mächtiges Ritual, um den Palast zu entrücken und uns in Sicherheit zu bringen. Nein, er macht ein Ritual, um sich mit dem Namenlosen zu verbünden. Ihr habt die Wahl. Lasst uns vorbei und ihr könnt gehen oder schließt euch uns an. Zwingt uns nicht, gegen euch zu kämpfen. Reicht es nicht, dass Amanshan Nirtana für diesen Verräter gestorben ist? Ihr habt Nirtana getötet? Dafür werdet ihr bitter bezahlen. Schmecke die Klinge Tishianas, Verräter. Das war klar. Ja? Los. Du hierhin. Du hierhin, du hierhin. Was? Klingelstumpf. Das darfst du gern machen. Schnell erledigt. Du hast den ersten Knochenbruch. Ich liebe sowas. Was? Du kommst auch nicht raus aus dem Heilen, hm? Achtung! Ja. Haha! Komm schon! Balsam Salabunde. Komm, du darfst nochmal. Ja! Du hast 6, du hast 5. Macht eigentlich keinen Sinn. Der macht am ehesten Sinn. Ja. Mit aller Macht. Ja. Und was? Der Kampf war ja, ja. Super. Ja. Hat sich richtig gelohnt. Und einmal ganz kurz Pyrilsteine. Ja, ja, Pyril.
So, was haben wir hier? Ich habe noch nicht mal... Ja. Nutzen. Nutzen. Was? Nutzen. Ja? Ja. Ich muss das Teil da unten reinlegen. Ist auch kein Problem. Ei. Vielleicht doch. Wo, hier hat es funktioniert. Lesen wir ganz kurz nochmal die Teile durch. Da habe ich auch einen Fehler drin. Info. Kategorie Dauer 10 Treffer. Okay. Jetzt sind eigentlich alle ausgerüstet. Info. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Moment. Er hat hier noch ein kleines Problem. Die Kräuter können wir hochpacken, das können wir hochpacken, das können wir hochpacken. Die Knochen können hier runter, genauso wie da. Wie das hier. Die Beutel kann hoch, Elfische kann hoch. Gold kann hier hin, Würsel hier hin, Elfetzen weg. Ja, gut. Heute Goldmünzen. Dann laufen wir mal ein Stück weiter. Ja, ich mach. Rest irrelevant. Ja. Kannst du nehmen? Wird gemacht. Was? Ja. Schon erledigt. Ja? Was? Du hast Koffein. So. Alle ausgerüstet. Du kriegst noch mal einen Armatrutz. Ei. Armatrutz. Dann Tür öffnen. Sind wir bereit? Wenn wir durch diese Tür gehen, gibt es kein Zurück mehr. Dort drüben ist er. Wir müssen uns beeilen. Was habe ich euch gesagt, Prinzessin? Die Meuchler des Namenlosen, sie haben ihren Weg zu uns gefunden. Sie wollen wohl verhindern, dass ich den Entrückungszauber vollende, der diesen Palast an einen sicheren Ort bringt, weit weg von allem Namenlosen. Zum Namenlosen, meint ihr wohl, hä?
Wenn sie mich mit ihren Klingen unschädlich gemacht haben, werden sie uns vermutlich verschleppen, unser Wissen aus uns herausfoltern und uns dann uns selbst überlassen, irgendwo in den Dschungeln von Zeta. Was gedenkt ihr mit ihnen zu tun, meine Prinzessin? Tötet sie. Wachen in den Thronsaal! Helft mir, Prinzessin Amariel zu beschützen! Drauf, drauf. Ja. Nu, Eskera. Ja. Ja! Ja? Wir sind hier. Ha! Komplette Weiche. Teil auf ihn drauf. 400. Treffer Malus Revival, also 6 Sekunden, okay. Mir fehlen hier irgendwie die Palastwachen. Habe ich alle kaputt gemacht? Was? Für Fenvarien! Hm? Komm! Da geht komm! Eine Blutung. Ihr dürft nicht aufgeben, mein Amantir. Wenn diese Verräter siegen, ist alles verloren. Seid unbesorgt, meine Prinzessin. Habt ein Einsehen. Euer namenloser Gott kann euch hier nicht helfen. Gebt auf und ich gewähre euch die Gnade eines schnellen Todes. Starke Rüstung. Ja? Ba'ia! Weiche! Ja. Ja! Wir kümmern uns nicht um die anderen. Die bleiben schon oft draußen aktuell. Ja? Okay, was haben wir? Stärke Malus durch Hochmagie. Was? Ja, aber wenn sie angreifen, kommt jetzt die Palastwache. Ja. Hoho! Ja! Stärkt Rüstung, schwächt starke Heldengruppe. Okay. Ja. Ja. Mit aller Macht!
Was? Du? Nu, Eskera. Mit aller Macht. Ei. Sanyasa. Das muss unbedingt passieren, dass du weg bist. Ja. Ja. Ho, ho. Ei? Was? Eigentlich recht simpel. Ja. Was? Das ist nur Kampfkünste Stärktag hat. Ei. Du Schuss auf die. War ihr. Was? Ja! Er hat weniger. Schlag hilft nichts. Stärkt Rüstung Takatz. Das ist das nächste. Naja, egal wie rum. Ei? Kann ihn aktuell nicht. Achtung! Ja? Ja, ja. Hilfreiche Tatze. Ja. Nu, Eskera. Nein, nein. Wir haben hier den hey, hier. Schnell erledigt. Guano? Hier komm rüber. Schon! Die lässt du bitte in Ruhe. Ja? Ba'ia! Sanyasa! Das ist komplett in Ordnung. Was? Beiß Waffen hier! Das wollte ich genau eben vermeiden. Ja. Komm, komm! Komm schon! Ja? Keine Mali mehr bei uns. Sehr schön.
Du musst eine Prüfung machen bei ihm hier. Dringend. Hakai? Ja. Im Namen des Hochkönigs. Ja? Alle Mann zum Angriff. Ich will diese Spione endlich aufsehen. Wir haben unter 100 geschafft. Hoffentlich kommt gerade kein weiterer. Ja? Weiche! Ja? 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 Ja. Was? War ihr? Ja. Ha! Was? Guano Hammer. Hoho! Ja. Hey, schnell erledigt. Ja. Blutung auf den. Komm, komm. Ja. Ei. Achtung. Ja. Für Fenvarien. Es ist keiner mehr da. Du kannst nur eine Finte machen. Du Erzgeber. Sanyasa! Was? Blutung. Ja! Yeah. Probier mal komm, aus. Komm! Wir haben es endlich geschafft. Takat? Was geschieht hier? Wo ist der Palast der Hochkönige? So redet doch. Es ist, wie ich es gesagt hatte, Prinzessin. Sie versuchen, den Erdrückungszauber zu stören. Es ist das Werk der namenlosen Schergen. Warum? Warum tut ihr meinem Volk das an? Die Hochelfen hätten niemals ein Bündnis mit den Sumorern eingehen sollen. Ihr kennt nichts als Neid und Zerstörung. Seid euch gewiss, auch wenn ich heute hier sterbe, mein Volk wird niemals aufgeben. Wir sind keine Sumorer. Und wir sind auch keine Schergen des Namenlosen. Dieser Ort hier ist nur ein Abbild des wirklichen Tishiana. Ihr wurdet von eurem Vater getäuscht, damit man euch in Sicherheit bringen konnte. Getäuscht? Mein Vater würde niemals so etwas tun. Er ist der aufrichtigste Mann im Hochelfenreich. Selbst wenn ihr recht hättet, dann hätten Takat und Mayana ebenso getäuscht sein müssen. Ein berechtigter Einwand. Mayana hätte als Orima-Priesterin die Täuschung bemerken müssen. Oder habt ihr sie deswegen umgebracht, damit sie euch in eurem Spiel der Täuschungen nicht in die Quere kommt? Wir haben dich eigentlich umgebracht. Ich würde mir niemals anmaßen, mich an euch im Spiel der Täuschung zu messen. Denn seid ihr nicht noch viel weit gegangen als Fenvarien selbst, der heute noch mit sich hadert? Ihr und Mayana seid an den Täuschungen beteiligt gewesen. Deswegen habt ihr auch nichts bemerkt. Prinzessin, hört mich an. Euer Vater hat Felesen ausgesandt, um euch zurückzuholen in das Land hinter den Nebeln. In Sicherheit. Genug. Ich verbiete euch, über meinen Vater zu sprechen. Ich ertrage eure Lügengeschichten nicht. Amantir, schafft mir diese Unholde aus den Augen und bringt mich von hier fort. Wie ihr wünscht, meine Prinzessin. Und nun zu euch.
Ihr mögt meine Konzentration gestört haben und damit auch meinen Zauber. Freut euch daran, solange ihr noch könnt. Und ich werde euch zur Seite stehen, Amantir. Gemeinsam werden wir siegen. Für Tishiana, für Fenvarien. Bei Svafnir, komm zu Sinnen, Prinzessin. Begreift endlich, was für ein ungeheuer Tag hat in Wahrheit ist. Nicht schon wieder. Wie viel hast du diesmal? Ei? Als erstes Mal du hierhin. Dann du hierhin. Zweimal kräftig drauf. Er hat wieder 400. Ja. Komm schon! Nein. Das. Das hier. Haha! Was? Hey, schnell erledigt. Nu erst gehört. Hilfreiche Tatze. Ja. Ei. Amantir Tarkat ist mir stets treu ergeben gewesen. Ihr habt kein Recht, seine Aufrichtigkeit in Frage zu stellen. Doch habe ich. Reformalus Raserei, Sternenstaub. Ei? War Jag ihr? Hier rein. Jag einfach rein. Ich eile. Soll es auch hierher kommen? Folgt mir. Dann darfst du gerne War hier rein. Ihr? Sanyasa! Auf mich ziehen. Mhm. Hey, schnell erledigt. Hm? Blutung. Glaubt ihnen nicht, Amarien. Ihr wisst, ich würde meinen Eid niemals verletzen. Mit diesen Lügen wollen sie nur Zweifel sehen, um ihre wahren Absichten zu verbergen. Was? Ja! Ja? Alles okay? Fulminictus! Was? Ja. Hm. Ei. 2, 2, 2. Ei? Ja. Hey. Moment. Griffen gibt's für Kampfspiel. Ja. Dann lassen wir ein bisschen Achtung! Zeit vergehen. Mhm. Bei Svafnir! Ei? Hm? Ja. Für Fenvarien. Das soll es jetzt hoffentlich sein? Ihr seid stark. Doch was nützt Stärke, wenn sie vergänglich ist? Meine Stärke ist unerschöpflich, endlos. Tarkat, ihr seid geschlagen. Ergebt euch oder wollt ihr hier auf diesen Trümmern euer Leben aushauchen? Hört euch nur an! Ihr könnt nicht töten, was bereits den Tod atmet!
Mhm. Merkt's euch. Darkat, ihr macht mir Angst. Was redet ihr da? Es war der einzige Weg, meine Prinzessin. Alles, was ich opferte, opferte ich für euch. Schon bald werdet ihr verstehen. Fürchtet euch nicht, geliebte Amariel. Ah, Myrios Zambea! Azale, Azalea! Darkat! Ja, wir haben es 10-mal gesagt. Wie konntet ihr mich so hintergehen, Darkat? Mit eurer Tat habt ihr alles mit Füßen getreten, wofür unser Volk gekämpft hat. Wofür mein Vater gekämpft hat. Ich werde euch niemals lieben, aber ich werde helfen, euch aufzuhalten. Erstes Mal. Wir brauchen ihn. Moment, falsch. Was können wir nochmal machen bei... Wir haben jetzt Stufe 14. Hilfreiche Tatze. Was war's? Stachelschröter. Astralkost 24. Damit ist eigentlich alles gesagt. Wir nehmen Stachelschröte erstmal. Muss ich schauen, wie ich da rüberkomme oder wie? Ja. Beiß Waffnir. Hilfreiche Tatze. Ja. Nu erst Göra. Was? Komm, komm! Ja. Arbeite mich mit denen hier hinten noch durch und der sagt, okay, ich hol neue. Beißwaffe. Seht, die Kreaturen sind zusammen mit der magischen Barriere erschienen. Orima, steh uns bei, dass sie zusammenbricht, wenn diese Monstren besiegt sind. Ei? Du bist schön brav zurück, genau. Sanyasa! Ba'ia! Ja. Hoho! Komm, komm! Ja. Hey, schnell erledigt. Beiß Waffen hier! Orden schützen. Naja. Ja? Ich brauch dich doch dahin. Hier oben. Sekunden. Ei?
Weiche! Schuss auf den hier. Der ist bereits gefallen. Der ist bereits gefallen. Warnung verlesen. Ha! Weiche! Achtung! Was? Mit aller Macht! Ja. Komm schon! Ich sollte auch kurzfristig wieder zurückgehen. Bevor ich da weitergehe. Verblendet, der Sterbliche! Glaubt ihr noch immer, ihr könntet euch mir entgegenstellen und leben? Dann kommt! Ja, auf jeden Fall, aber erstmal. Die Leute hier ausräumen. Nein. Einfach Verband können wir da hinpacken. Ja. Irrelevant. Den können wir mitnehmen. Ein untoter Sklave des Namenlosen? Ich kann es noch immer nicht glauben. Ganz was? Gleich, was Takat vorhat. Wir müssen ihn was? Aufhalten. Ihm nach! Ja, gleich. Die Zeit haben wir. Ja. Ja. Was? Ja. Goldmünze, Lederbänder. Verblendet, der Sterbliche! Glaubt ihr noch immer, ihr könntet euch mir entgegenstellen und leben? Dann kommt! Hier ist nichts mehr, genau, hier haben wir alles. Haben wir da hinten was irgendwas übersehen? Ja, garantiert ist da noch eine Schatztruhe, oder? Wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Verblendet, der Sterbliche! Glaubt ihr noch immer, ihr könntet euch mir entgegenstellen und leben? Dann kommt! Großes Vorn. Komm halt nicht hin. Alle hier drauf. Dort! Hallo? Er hat noch mehr dunkle Kreaturen beschworen. Ah, es gibt's nicht. Das Problem wird hier sein, der Ober, oder? Hordenanführer. Ich habe es fast gewusst. Hordenkrieger, 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 Hordenkrieger. Ja. Ab auf ihn. Das hilft nichts. Komm schon! Komm, komm! Ja. Für Wurst. Fenvarien! Ei? War ihr! Ha! Wir müssen ihn runterkloppen. Es hilft nichts. Und neue. Oh. Ja. Wo ist dieser blöde Anführer hin? Ach, der ist schon tot. Sehr schön. Ich hab hier noch einen Ober. Hilft nix. Mhm.
bei Svafnir, nu Eskera. Ja. Ja! Komm schon! Ei! Mutantengift. Komm leider nicht hin. Ja? War ihr? Ja! Yeah. So, was haben wir? Was? Gelesen. Für Fenvarien! Nein, nein, nein. Du musst beide umdrehen. Auch wenn es blöd ist. Ja. Ich leider keinen anderen. Doch, ein bisschen Ausdauer habe ich noch. Was? Ganz schlecht. Hier hoch. Ja? Und du unbedingt zu füllen. Unbedingt. Ja. Komm schon! Das war Was? Auf die letzten Drücke. Es ist alles mir egal. Du musst auf den hier drauf. Ja. Viel lesen. Gezielter Stich auf den hier. Höhe, Fenvarien! Wichtig. Den Blut um rein. Ja. Auch erhöhte Abwehr. War ihr armer Trutz. Keine Munition. Geht ja wohl gar nicht. Sanyasa! Achtung! Nachher dran. Hatten wir, glaube ich, auch. Ein untoter Sklave des Namenlosen? Ich kann es noch immer nicht glauben. Ganz gleich, Folgt was Takat vorhat. Wir müssen ihn aufhalten. Ihm nach! Ja, ja, gleich. Beile nehmen wir mit. Ja. Und wir auch. Ist mir egal. Ja. Ich würde sie am liebsten einmal
Relevant. Ja? Ja. Was? Hilfreiche Tatze. Okay, wir können nur mit der labern. Okay, wir haben den hier, haben den hier, haben den hier. Du bist drin. Wäre Mariana nicht gewesen, wäre ich schon längst am Ziel. Sie hat alles zerstört. Es war ihre Idee, jedem in diesem Versteck ein Fragment des Sternensteins zu geben, die Macht aufzuteilen. Aber ich habe ihr Schicksalsspiel durchschaut. Ihr Wahnsinn wird es gewesen sein, der euch in den Tod gelockt haben wird. Amaliel wird mein sein, auf ewig. Nein, nachdem sie sich so gesehen hat, nein. Geliebte Amaliel, schon bald wirst du gelernt haben, mich zu lieben. Dann wirst du verstehen, welche Opfer, welche Entbehrungen ich auf mich nahm. Für dich, meine Prinzessin. Ich verstehe nur, dass ihr mich verraten habt, dass ihr Mariana verraten habt und dass ihr euch selbst verraten habt. Noch schlimmer, ihr habt euer Volk verraten. Ich verabscheue euch. Niemals werde ich euch gehören. Ich bitte euch, Fremder, lasst uns dieses Ungeheuer aufhalten, koste es, was es wolle. Wie ihr wünscht, meine Prinzessin. Okay, wie sieht's aus? Amatrutz, 2 Minuten, ist okay. Ich Hammond. Ja. Hey, schnell erledigt. Mit aller Tja. Macht. Quano. Ei. Achtung. Sanyasa! Gut. Hey, geil, brennend. Schon. Komm, komm! Ja. Wir probieren's aus. Hey, schnell erledigt! Sondern als ihr noch Gelegenheit hattet. Doch seid unbesorgt. Eure untoten Leiber werden hervorragende Diener abgeben. Raus hier. Eola Kai, wieder da! Vorsicht! Dieser Zauber wird euch großen Schaden zufügen. Jedoch erfordert dies seine volle Konzentration. Nein. Eine ist weg, Hordenkriege, Hordenschütze. So. Ei? Dauert mir zu lang. Achtung! Nee, nee. Sanyasa! Wa'ia! Und danach ihn. Ja.
Du gehst direkt drauf? Ja! Was? Mit aller Macht! Nu erst Göra! Weg. Was? Weiche! Wieso hast du es nicht geschafft, auf ihn drauf zu gehen? Auch weg. Brennende. Wie sieht's aus? Knappe 100 noch, dann kommt's wieder, oder? Ja. Komm, komm! Ja. Treffermalus. Ein Zauberschild sich erzeugt, okay. Ei. Achtung! Schuss. Wie wollt ihr gegen die Macht des Sternensteins ankommen? Gebt es zu! Ihr habt nicht den Hauch einer Chance, mich aufzuhalten! Raus hier. Nur weg von ihm. Was sagt er hier? Mit aller Macht! Weg. An alle weg. Ich habe Angst, dass der mir jetzt gerade irgendwie blöd kommt. Gegen die können wir arbeiten. Ja. Das ist das kleinere. Hey, schnell erledigt. Das kriegen wir hin. Du arbeitest eh allein. Ja. Weiche! Er ist verbunden. Oh, geil. Ja. Ja! Mit aller Macht! Was war jetzt gerade wieder los? Was? Scheiße! Los! Ja? Achtung! Hordenschütze. Den habe ich übersehen. Scheiße. Ei! Sanyasa! Va'ia! Ja.
Ai? Ai. Lauf. Ja. Beide. Und danach darfst du. Beiß Waffnir! Hilfreiche Tatze! Mhm. Mit aller Macht! Ja! Hoho! Ja! Waren zwei. Ich hab komplett übersehen. Ja. Achtung. Ja. Nu erst. Hua. Es wird hart. Gut. Ja. Sobald er wieder anfängt, müssen wir weg. Leider Gottes. Ja? Weg, weg, weg. Folgt mir. Dort lang. Weg von ihm. Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass irgendwas ist. Ha! Dass der da gerade was macht. Ja? Ich eile. Ja. Mit aller Macht. Ja. Ausweichen. Nur ausweichen. Ja. Komm, komm. Ja. Ei. War ihr. Bei 25. Irgendein Treffer noch. Schon bald wird der Namenlose den Sternenstein besitzen und mir dafür die Lila Marien schenken. Endlich das Glück teilen, das uns so lang verwehrt blieb. Weiter weg. Immer weiter weg von denen. Da lang. Nicht gut. Hier lang. Ei. Sanyasa. Was? Ja. 4 Sekunden. Zu leider zu nah dran gewesen. Ja. Ja? Lesen. Klingensturm. Das ist gleich tot. Beiß Waffnir! Auch wenn du direkt daneben stehst. Den kriege ich nicht mehr getötet. Ja. Guano. Ja? So. Ja. Ich habe ein bisschen was gelesen gehabt. Hoffentlich hilft es was. Ein Hordenanführer. Igitt. Aufteilen. Ja. Wir sind wieder mitten in der Blase drin. Dort lang. Weg hier. Da lang. Nein, wir bleiben hier.
Ja? Du bleibst hier. Los! Ja. Beide benutzen es. Hilft nichts. Ja. So schnell kann ich es denn sonst nicht heilen. Was? Nein, nein. Hier hin. Das bessere Angebot auf ihn. Shit. Alles ja. Okay. Nur Eskera. Wenn dann alles daneben. Ja. Folgt mir. Mag eigentlich nicht. War ihr? Ja. Scheiße. Mit aller Macht. Nein. Ja. Du wechselst wieder schön Kraftzug auf den Bogen. Weiche. Achtung. Sanyasa. Was? Du stehst, machst ein besseres Angebot auf den Hordenohr. Bitte, 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 bitte. Bitte auf ihn. Was? Weiche! Ja. Das wird immer noch. Nu Eskera. Danke. Ja. Das wohl? Ei. Hier lang. Ja. Kuano, einmal bitte den letzten Heiltrank für dich. Das und das. Am Ende haben wir nur noch diesen blöden Ober, wenn es blöd läuft, zu besiegen. Was gerade halt leider Gottes nichts an Ausdauer. Ja. Dann haben wir hier noch einen Ausdauertrank, irgendwas. Ei. Ausdauertrank. Ja. Ja. Hallo? Achtung. War ihr? Hey, schnell erledigt. Mit aller Macht. Ja. Stern. Vierundachtzig. Ja. Amariel!
Bei Swafnir, wir haben's geschafft. Tatsächlich. Endlich wieder echten Boden unter den Füßen. Oh. Da wird euer Boot dann aber erleichtert sein. Vielleicht haben dann auch seine Albträume ein Ende. Ach, dank euch hat vor allem mein Albtraum ein Ende. Ich möchte euch um Verzeihung bitten für einige Dinge, die ich getan habe. Macht euch keine Sorgen. Nun seid ihr endlich frei. Ich weiß, Felesen wird euch sicher nach Hause bringen. Ach so, bevor ich's vergesse. Ich dachte, ihr könntet vielleicht einiges von der Ausrüstung gebrauchen, die wir gemeinsam gefunden haben. Ich habe sie in eure Kiste auf euer Schiff bringen lassen. Hab Dank, Felesen. Ich bin sicher, die Sachen werden mir eine große Hilfe sein. Doch nun lasst uns zu den anderen gehen. Sicher warten sie bereits. Einverstanden, gehen wir. Siehst du, Eilif, nun weißt du, weswegen ich hierher gekommen bin. Beorn hatte nichts damit zu tun. Das wohl, Filiasson. Dieses Mal habe ich mich wohl geirrt. Du schon wieder. Ksch, ab mit dir. Bleibt mir nur noch euch zu danken, meine Freunde. Wer weiß, wie es mir ohne euch ergangen wäre. Auch ich möchte mich bei euch bedanken. Euer Heldenmut wird noch lange von meinem Volk besungen werden. Das will ich wohl meinen. Wer weiß, vielleicht kreuzen sich unsere Wege früher, als wir ahnen. Als dann, meine Freunde. Wir brechen auf. Lebt wohl. Macht's wohl. Gut, Fockwohl. Kapitän, was machen wir, wenn wir die Prinzessin heimgebracht haben? Ich dachte eigentlich, wir machen unsere Güldenland-Expedition. Allerdings habe ich auch gehört, dass sich die Orken im Norden zu regen scheinen. Wir werden sehen, Bootsmann. Tja, so ging sie zu Ende, die Geschichte um Filiassons Geheimnis. Herrn Siegeltischern, hast du erhalten. So, das war's aber heute mit einer speziallangen Folge. Ja, ein paar Minuten länger. Den Kampf wollte ich jetzt nicht in die neue Folge mit reinnehmen. Das heißt, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao.